Machen wir heute mal die Review direkt beim Pack Opening. Denn durch die vielen Tore gestern dürfen wir tatsächlich ein Pack mehr als sonst immer öffnen. Ich finde das wahnsinnig cool, weil ich hätte nicht gedacht, dass nochmal so viele Tore geschossen werden an einem Spieltag. Ja, fangen wir gleich an mit dem ersten Spiel. Panama gegen England. Also in der ersten Halbzeit hat sich Panama quasi selber ausgeschaltet durch ihr Abwehrverhalten. Ja, war es gut? Nein, sie haben sich im Strafraum einfach viel zu umklammernd verhalten und dadurch dann, ich glaube sogar, es waren 2 Freistoßtore, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Genau, und 2 Elfmetertore eingefangen. Nicht gut, nicht gut. Zu dem Mann kommen wir auch noch, den kann ich hier gleich nochmal zurückhalten. Axel Witzel. Lionel Messi, da ist er. Da, wo wir letztes Mal noch drüber gesprochen haben und ihn erwartet haben. Jetzt haben wir ihn. Unglaublich. Ja, nee, ansonsten, zweite Halbzeit, England muss natürlich nichts mehr machen. Also, was soll man auch erwarten? Und ja, dann ist natürlich klar, dass Panama es noch ein bisschen besser geschafft hat, ins Spiel zu kommen. Tatsächlich in der zweiten Halbzeit als England dann eigentlich. Und auch noch gute Chancen hatte, mehr Tore als dann das eine zu schießen. Also sie können echt froh sein, England kann echt froh sein, dass sie nur ein Gegentor bekommen haben. Und ansonsten echt toll. Man freut sich echt für Panama, dass sie, dass sie ein Tor geschossen haben. Das ist schon, ist auf jeden Fall eine Leistung. Nächstes Spiel war dann Senegal gegen Japan. Beide Mannschaften haben auf Sieg gespielt. Dementsprechend schön war das Spiel tatsächlich. Also es war technisch hätten mehr Tore fallen können, wenn nicht sogar müssen. Aber Senegal hat auch nicht aufgegeben. Dann glücklich im Endeffekt auch das 1-0 gemacht. Das 2-0 war tatsächlich besser. 2-0, das tut mir leid, das 2-1. Japan ist ja immer wieder zurückgekommen. Und Japan hat Moral bewiesen, aber auch bei ihren Chancen etwas Nachlässigkeit gezeigt. Also sie hätten auch mehr machen können tatsächlich. Aber gut, das Abendspiel ist dann dementsprechend furios gewesen. Deswegen habe ich mir den Mann auch nochmal zurückgehalten. Also von Polen kam gar nichts. Das ist unglaublich. Also diese halbe Chance von Lewandowski zähle ich jetzt nicht dazu. Kolumbien hat unglaublich überrascht und auch durch diesen Mann, also Cuadrado, hat mir das ganze Spiel über echt gut gefallen. Und also Kolumbien hätte gut und gerne auch höher gewinnen können, sage ich jetzt mal so, weil, nee, also das war nicht schlecht. Jetzt haben wir Jordi Alba tatsächlich doppelt hier. Ivan Rakitic, schick, schick. Belgien noch und das belgische Logo. Also beides in einem Pack fällt mir gerade auf. Ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das reicht schon für die Review an den Spielen eigentlich, weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schöne 14 Tore, die gemacht wurden. Die schönsten Tore an dem Spieltag gehören natürlich dann auch. Gut, zum Teil England hat schöne Tore gemacht, aber ich muss auch sagen, die Tore von Kolumbien waren auch sehr schön herausgespielt. Radamel Falcao hat sein erstes WM-Tor endlich bekommen, nachdem er die letzte WM so tragisch verpasst hat. Hey, das ist unser zweiter Logo-Sticker, die zweite Hälfte davon. Schön, dass wir das auch geschafft haben. Ich glaube, den guten Armando Cooper haben wir auch schon doppelt. Jetzt fängt es so langsam an, jetzt wo wir nochmal 14 Packs öffnen dürfen, geht's hier los. Wir haben tatsächlich immer noch 5 Packs zu öffnen von heute. Ey. Wir haben erst 9 durchgerusht. Wobei Rushen auch wieder relativ ist. Shusaku Nishikawa, John Guidetti. Hat der nicht? Nee, der hat nicht das Tor gemacht. Das war aller Tollbohnen. Ramin Rizla, Thomas Meunier und Carlos Calceda. Oh Gott. Warum machen es manche Leute auch immer? Gut, andere Länder, andere Namen. Logisch. Moskau, das Spartak-Stadion. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Und hier, Deutschland. Jetzt können wir sehen. Nein, ich habe mich geirrt. Es tut mir wahnsinnig leid. Sandro Wagner ist auf keinem der deutschen Sticker drauf. Ich dachte erst, er sei hier drauf, aber nein. Es ist tatsächlich aber Marvin Plattenhardt ist drauf. Gut, da habe ich tatsächlich Niklas Süle für Sandro Wagner gehalten, weil er hat die 2 bei Bayern. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. Auch natürlich ausdrücklich bei dem guten Sandro. Der wäre nämlich gerne als Sticker da gewesen.
David Silva. Also heute haben wir relativ viele Einzelspieler, die gut dabei sind. Werden nachher sicherlich mehr Sticker sein. Also bisher, wir haben übrigens auch zwei doppelt. Oh, Kroatien, die könnten wir theoretisch auch schon haben, ich glaube aber nicht. Genau, wir hatten den guten Granit Xhaka, der ist nämlich schon als normaler Sticker mit dabei gewesen. Deswegen ist auch Romelu Lukaku auch bei den Doppelten gelandet. Der war nämlich auch sofort von Anfang an mit dabei. Und das letzte Pack relativ, ja, Stararm würde ich nicht sagen. Es sind alles Nationalspieler, also es sind alles Stars für sich. Aber nichtsdestotrotz sind hier die am meisten Outstanding Player nochmal aussortiert hier extra, damit ich dir hier zeigen kann. Nochmal ein paar Stadien. Die Samara Arena, in der übrigens gerade Russland gegen Uruguay läuft. Moskau, das Spartak Stadion. Dann Jonas Hector, mal wieder ein Deutscher darunter. Jordi Alba, Ricardo Quaresma, Pepe. Genau, den guten Cuadrado, den ich gestern schon gezeigt habe. Ivan Rakitic, David Silva mit einem, ja, noch kürzeren Haarschnitt, als er hier schon hat. Also hier hat er jetzt einen kurzen, aber bei der WM tatsächlich Glatze. Mexiko, Senegal, Deutschland, Belgien. Sowie die Logos von Australien, Kroatien, Belgien und die andere Hälfte des russischen Logos. Und natürlich Lionel Messi.